So, hallo zusammen auf meinem Kanal, zu einem Video mal wieder. Heute machen wir einen leckeren Salat, und zwar einen Blumenkohlsalat. Ich werde ein paar Sachen mit reinmachen, bis das rot ist, bis was grün ist, also einfach bunter aussieht. Deswegen gibt es einen bunten Blumenkohlsalat. Mir ist einfach immer wichtig, dass eigentlich auch das Auge auch was hat, ja. Sonst sieht er einfach nur so weiß aus, wie der Blumenkohl halt aussieht. Deswegen machen wir einen bunten Blumenkohlsalat. Was man da alles reinmachen, wie das funktioniert, möchte ich euch in dem Video mal zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Video. So, was verwenden wir jetzt für unseren Blumenkohlsalat? Ich habe einen Blumenkohl, ja, der ist noch roh, das sind 400 Gramm, einfach in so kleine Rösle geschnitten. Ja. Den habe ich jetzt noch nicht vorgekocht, den koche ich gleich erst. Warum ich den nicht vorgekocht habe, das zeige ich gleich, Dann soll es ja einen bunten Blumenkohlsalat geben, man hat ein paar Tomatenstreifen rein, einfach nur geviertelt und Streifen geschnitten, ein paar rote Zwiebeln und hier habe ich ein paar Zuckerschote, Kaiserschote. Die haben einfach nur ein bisschen Salzwasser mit ein bisschen Zucker. Prise Zucker kommt bei denen immer sehr gut, vertragen die gut. Ein bisschen vorblanchiert. Eine Minute, anderthalb Minuten, die darf drüben noch ein bisschen Biss haben, also nicht ganz weich kochen. Ja, man sieht jetzt schon den drei Farben, den Weiß zusammen, dass es einfach schon dann nachher schon eine gute farbige Kombination gibt. Dann machen wir rein ein bisschen Halle Balsamico, ein bisschen Olivenöl, braucht vielleicht nochmal Salz. Das soll man abschmecken, je nachdem, in wie viel Salzwasser ihr den Blumenkohl kocht. Braucht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Salz nachher noch oder vielleicht auch gar kein Salz mehr. Ja? Dann braucht man ein bisschen Pfeffer mahlen und machen ein bisschen Zucker rein. Und was ich dann rein mache, einfach ein paar Chiliflocken noch. Ja? Das sieht einfach noch gut aus, wenn die Chiliflocken ein bisschen auf dem weißen Blumenkohl liegen. Die rote Chiliflocke sieht ein bisschen gut aus und bringt auch ein bisschen Kick noch mit rein in den Blumenkohlsalat. Ja, dann würde ich sagen, ich mache einmal Platz, koche mal meinen Blumenkohl. Ach ja, wieso ich den Blumenkohl nicht gekocht habe? Sowas wie ein Blumenkohlsalat kommt immer gut, wenn man den lauwarm anmacht. Also nicht ganz heiß, sondern lauwarm. Deswegen würde ich jetzt kochen. Ich würde nur einmal ganz kurz ins kalte Wasser reingeben, zum einmal ein bisschen abschrecken. Das soll aber noch lauwarm bleiben, ja? Weil ich mit den lauwarm anmache, weil er einfach viel besser durchzieht, wenn er lauwarm anmacht ist. Dann habe ich hier gerade noch unterschlagen, ein bisschen Blumenkohl-Kochwasser. In jedes Dressing kommt da ein bisschen Wasser rein. Ich würde jetzt von dem Blumenkohlwasser nehmen, ja? Denn das soll ja ein Blumenkohlsalat geben. Und ich habe eh noch ein Wasser, wo richtig schön nach Blumenkohl schmeckt. Deswegen nehme ich einfach, ich habe normales Wasser fürs Dressing, nehme ich ein bisschen von dem Blumenkohlkochwasser. Das kommt richtig gut. Ja, aber ich sage, ich koche den Blumenkohl, tue ganz kurz ein bisschen abschrecken, dass er lauwarm ist und dann sehen wir uns wieder zum Anmachen. So, den Blumenkohl habe ich gekocht, das soll es gar nicht lang dauern. Es war vielleicht 2-3 Minuten haben kochen lassen. Er muss nicht ganz weich sein, muss nicht verkocht sein. Er darf früh nur, wenn er klein ein bisschen Biss hat, gar nicht schlimm. Der ist ja an der lauwarm, ja, der zieht dann ein bisschen nach. Dann habe ich hier, wie gesagt, ein bisschen vom Wasser aufgefangen, vom Kochwasser ein bisschen. Ich habe es ein bisschen aufgefangen, schön den Schlüssel genommen, Messbecher und einen Schlüssel reingestellt in kaltes Wasser, um es ein bisschen abzukühlen, den Koch und Eis, wenn ich das nicht drüben mache. Jo, dann gehen wir her, machen wir unsere Sache hier rein, wie gesagt, die rote Zwiebel, ganz feine Streifen geschnitten. Der Blumenkohl ist warm, die Brühe ist warm, die Zwiebel wollen ein bisschen durchziehen auf jeden Fall. Dann machen wir die Tomatenstreifen mit rein und unsere Zuckerschote. Einfach nur in so rote Bisse geschnitten. Aber ihr könnt es schneiden, wie ihr wollt, ganz klar. So, wie gesagt, uns ein bisschen Chili. Ein paar Chiliflocken ist wirklich ganz wenig. Ich esse mal, ja, vielleicht ein Viertel Teelöffel oder so. Dann machen wir rein ein bisschen weißer gemahlener Pfeffer. Salz machen wir keins rein, denn das Wasser, wie gesagt, Blumenkohl und Salzwasser kocht, das Wasser hat meiner Meinung nach die richtige Salzmenge drin. Ich glaube, dass man da noch extra Salz braucht. Dann machen wir rein, und das können wir vielleicht auch reinmachen, weil es besser auflöst. Fürs Dressing nehmen wir jetzt einen Teelöffel Zucker. Wir nehmen vom Halle Balsamico. Dunkel aber nicht geeignet wegen dem Halle Blumenkohl, sonst sieht er nicht, sieht noch gar nicht gut aus. 2 Esslöffel vom Halle Balsamico. Dann mache ich rein Olivenöl, 3 Esslöffel. Ganz einfache, schnelle, aber leckere Sache. Und wie gesagt, es macht nachher auch die Esslöffel her. So, dann nehmen wir vom Wasser. Ja, ich nehme mal. Wir sehen jetzt, wie wir sind das. 160 Milliliter
Schauen wir mal, wie viel das da reinmacht. Ja, das war das 60 Milliliter. Ja, hat auch den Vorteil, die Gewürze löst sich auch hier richtig gut auf, der Zucker, wenn es warm ist. Ja, ist gut. Ein und drei. Man schmeckt auch schon im Wasser Blumenkohl. So, dann geben wir das hier drüber. Das mal vorsichtig durchmischen. Ja, das sieht richtig gut aus. Jetzt aber ruhig noch vom Assistent nur wenn ich durchziehen lasse. Ja? Deswegen machen wir einen lauwarm an, dass ich jetzt durchziehe. Ja, das ist doch. Sieht doch ganz ordentlich aus, sage ich mal. Oder? Sieht doch gut aus. So, natürlich das einmal probieren, wie schmeckt es? Natürlich ist das erstmal durchziehen richtig. Nach dem Durchziehen muss man es nochmal probieren. Super lecker. Das kann sogar noch ein bisschen Essig kann noch rein. Aber es ist Geschmackssache. Und Salz mache ich auch noch ein bisschen, aber ich nur ganz wenig Salz noch. Aber dann soll es auch schon passen so. Normalerweise du ja immer die ganze Mengenangabe aufschreiben. Aber ich wollte jetzt nur aufschreiben, was ich fürs Dressing gebraucht habe und wie viel Blumenkohl ich gehabt habe. Denn wie viel Zwiebel, wie viel Zuckerschote, wie viel Tomate oder ob ich gar keine reinmacht oder so, das kann ich euch überlassen. Deswegen macht es da keinen Sinn, wenn ich da aufschreibe, wie viel das war. Denn schmeckt du da auch so, es kommt darauf an, dass es gut angemacht ist. Ja, deswegen ist es einfach nur in der Videobeschreibung, einfach nur die Menge von Blumenkohl, wie gesagt, es war 400 Gramm. 3 Esslöffel Balsamico, 3 Esslöffel Öl. Ja, und mehr, wo ich Guide für Mengenangabe gar nicht mehr aufschreibe. Ja, das war's auch schon für das Mal, für das Video. Ja, ich sag's nochmal, es sieht doch echt lecker aus, finde ich. Kann ich sehen, das ist super geiler Salat. Kurzes Video heute, aber mach nichts. Ihr seht, wie schnell das geht und ist echt extrem lecker. Dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat und sonst euch alles gefällt, was ich so mache, dürft gerne Daumen nach oben geben für das Video. Kommentare sind wie immer sehr gerne gesehen. Wenn euch meinen Kanal gefällt, dürft mir gerne Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Das heißt, dann gibt es einen Schau auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.